gutes Schenken und gutes Tun miteinander zu verbinden. Das freut mich sehr. Es geht darum, Charity und Christmas miteinander zu verbinden. Gutes Schenken und gutes Tun. Wir wollen durch den Verkauf von verschiedenen interessanten Produkten das Hospiz hier vor Ort unterstützen. Wir haben das Projekt entwickelt, weil wir als Kirchengemeinde und als Förderstiftung gemerkt haben, wie wichtig Fundraising ist und dass wir immer wieder nach neuen Ideen suchen mussten, um das Fundraising auch voranzutreiben. Die Produkte sind Christbaumkugeln, die auf besondere Art und Weise gestaltet sind. Und durch persönliche Beziehungen ist es dann gelungen, dass wir von Ina Müller und von Udo Lindenberg exklusiv für unser Hospiz gestaltete Christbaumkugeln erstellt bekommen haben. Und die lassen wir jetzt produzieren, um sie dann mit anderen Artikeln anzubieten. Dazu kommt auch eine Christbaumkugel, die zum besonderen Weihnachtsfest im Jahr 2020 gestaltet worden ist. Denn dann können wir in Deutschland 75 Jahre in Frieden Weihnachten feiern. Ich bestelle über cherry-christmas.de und kann dort aussuchen, welche Kombination ich mir bestelle. Und dann liefere ich diese Bestellung online ab und dann wird die im Herbst entsprechend zugeliefert und dann die Rechnung erstellt und bezahlt. Und der Geldbetrag, also der Erlös, der Gewinn, geht an das Hospiz hier vor Ort. Es wird gefördert zum einen das schon bestehende Hospiz hier in Bremervörde, aber wir erweitern gerade dieses Hospiz um ein Tageshospiz. Das entlastet die Angehörigen und das bietet zugleich aber auch die Möglichkeit, Sozialkontakte wieder aufzunehmen, die durch schwere Erkrankung häufig genug abreißen oder abbrechen. Ich bin stolz zum einen einfach auf diese Kreation des Namens. Charity und Christmas miteinander zu verbinden, ist eigentlich eine coole Idee. Und dass wir eben auch als Multiplikator fungieren können. Es muss ja nicht ausschließlich für Bremervörde sein, sondern jedes andere Hospiz kann sich mit anschließen. Und das ist ja durchaus ein Mehrwert, dass es nicht ausschließlich in Bremervörde bleibt, auch wenn dieser Ort natürlich wunderschön ist und das Hospiz eine exzellente Arbeit leistet.